normalerweise mit dem Daumen nach oben, ne? Genau. Mit dem Daumen nach oben. Mit dem Werfen, das ist nicht gut. Genau. Auch mit den anderen Augen zu. Mit zwei Augen zu. Ich weiß nicht, ob das geht. Team Aktionstag hat eine inzwischen schon 5 Jahre alte Tradition, glaube ich. Er findet statt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Das ist also europaweit eine Mobilitätswoche, wo es um nachhaltige Mobilität geht, wo man die Menschen überzeugen will, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und wir haben das etwas kleiner gemacht in den ersten Jahren. Und jetzt ist es das zweite Jahr, das in der Langenstraße stattfindet, um eine autofreie Aktionsmeile und Spiel- und Musikmeile den Bürgern bereitgestellt wird. Ja, wir wollten Alternativen aufzeigen zum Auto. Deswegen gibt es hier ganz viel Informationen über die RSAG, über die Nahverkehrsmittel, aber auch zu Lastenrädern, zu Pedelecs, alternativen Mobilitätsformen. Und das soll alles aber auch mit viel Unterhaltungswert verbunden sein, mit kulinarischen Genüssen. Wir haben heute ein Coffee-Bike hier, wir haben ein Fahrrad, Eisladen und anderes. Fährt ja schon komplett elektrisch mit 100% Ökostrom auch, unsere hier in Rostock. Im nächsten Jahr haben wir dann 13 neue Straßenbahnen, die ja Anfang des Jahres kommen werden. Die sind noch sparsamer auch vom Verbrauch. Die haben oben nämlich Batterien, kann man sagen, die die Energie speichern und die die Bahn dann auch direkt während der Fahrt nutzen kann.